Beim Schwein haben wir jetzt Strohschwein von der Metzgerei Max. Ganz besonders nur regionales Fleisch, nur von regionalen Bauern, bei uns aufgezogen, bei uns geschlachtet. Kommt sehr gut an. Mittlerweile war zwar der Anfang schwer, aber die Nachfrage nach Regionalität steigt und dadurch ist es wirklich immer mehr angenommen. Zum Dry-Age eigentlich muss man sagen, das Fleisch wird eher immer hochwertiger. Die Leute kaufen weniger Fleisch, dafür besseres Fleisch. Deswegen haben wir gesagt, wir reifen es auch selber. Wir haben den gleich vorne mit angebaut, dass wirklich jeder sieht. Die Männer stehen auch immer da vorne, alles ganz klar. Ja. Sonst kaufen die Frauen das Fleisch ein. Jetzt mittlerweile sagen die Männer, das Steak, das will ich haben. Einen Rauchschrank haben wir. Wir produzieren selber, angefangen mit polnische. Weiter haben wir uns durchgearbeitet zum Lachsschinken selbst gemacht. Landjäger, Metwurst. Wir räuchern wirklich mitten im Laden. Der Rauchschrank steht zwischen den Theken, dass wirklich jeder sehen kann, riechen kann. Wenn er schon zum Laden reinkommt, riecht er den frischen Rauch. Also da merken die Leute schon, das ist hausgemacht. Aber ohne das Team wären wir natürlich nichts. Wenn die Frauen das nicht gut rüberbringen, die Kunden kennen uns, wir kennen die Kunden. Du kannst die wirklich mit Namen ansprechen. Aufgewachsen in der Gastronomie, dadurch auch schon viel mit Fleisch zu tun gehabt. Und dann immer beim heimischen Metzger, da dann auch gelernt. Und dann wirklich selbst den Geschmack kennengelernt und dadurch habe ich gewusst, da muss ich hin, Qualität selber machen, mich nochmal selber abheben, mich selbst verwirklichen.